Okay. Autsch. So, lass uns mal gucken. Ah, genau, hier einfach jetzt geradeaus, ne? Kommen wir nochmal zum großen Ruhebecken. Da bin ich jetzt, glaube ich, auch schon das dritte Mal oder so. Immer dieses Backtracking, werden die Hater jetzt sagen. Aber das gehört zum Spiel nun mal dazu. So ist Metroid nun mal. So, ich weiß jetzt nicht mehr genau wo. Ich glaube hier an der Seite, irgendwo, wo das Wasser ein bisschen tiefer ist. Hier kann ich jetzt nämlich rein und dann haben wir hier irgendwo einen. Genau, hier ist ein Durchgang. Dann haben wir hier einen Missile-Container versteckt. So. Ah, jetzt haben wir endlich 50% Items. Yes. Die Hälfte haben wir schon mal in der Tasche. Und 135 Raketen, das kann sich auch sehen lassen. Gut. So, bei Schienenraum bin ich eh nochmal gewesen beim letzten Besuch wegen dem Spider-Ball. Also hier bin ich jetzt auch fertig. Versammlungshalle. So, wo wollte ich jetzt nochmal hingehen zum. Ah ja, genau, Halle der Ältesten, obwohl mich da ja auch wieder. Da greifen die mich ja auch wieder an. Nee. Wenn die nicht immer überall auftauchen würden jetzt. Das ist so unnötig. Es gibt genug Momente im Spiel, wo halt Schoßgeister auftauchen, die du auch wirklich besiegen musst. Aber die hier sollen einfach nur nerven. So, warte mal, wenn ich jetzt hier hochgehe, dann komme ich dahin, dahin. Naja, okay. Dann muss ich eh hier hin. Ich finde das so herrlich, dass das Spiel jetzt mit 60 FPS läuft. Also man merkt da schon den Unterschied zum GameCube. Ist schon richtig angenehm so. Oh Mann, hier auch. Geh weg. Ich möchte nicht gegen dich kämpfen, du Pisser. Hau doch einfach ab. Die tauchen jetzt hier echt überall auf. Ja, hier. Gut, hier muss ich die jetzt aber, glaube ich, nochmal killen, weil sonst habe ich keine Ruhe. Hier ist, glaube ich. Ne, was? Es sind drei? Oh ja. Scheiß Ernst? Drei? Ja, zum Glück sind hier Super Missiles sehr, sehr effektiv. So, tot. Und tot. Ah, ne, der. Der eine lebt noch. Den habe ich, glaube ich, nicht richtig erwischt. So, komm jetzt und stirb. So, Nauze. Kann ja wohl nicht wahr sein. Die gehen mir richtig auf den Sack. Auf Samus nicht vorhandenen. So. Warte, ich muss jetzt irgendwo mal. Ich habe doch irgendwo. Genau, hier war ja noch diese Munitionsstation. Ich glaube, die werde ich mir jetzt mal kurz genehmigen. Einmal voll tanken, bitte. Und zwar kann ich ja jetzt mit dem Icebeam hier die mittlere Bombenmulde freilegen und aktivieren. So. Jetzt dreht sich das hier in die andere Richtung.
Dann lassen wir uns von der Statue nochmal werfen. Ein neuer Weg hat sich geöffnet. Genau, so ist es. So, guck mal. Hier ist ein Energietank. Geil. Energietank erhalten. Der kann auf keinen Fall schaden, sich den jetzt schon zu holen. So, und jetzt brauchen wir halt dann noch den Plasma-Beam für die rote Abdeckung. Aber den kriegen wir erst viel später. Ist ja auch der mehr oder weniger beste Beam im Game. Also fast. So, jetzt lassen wir nochmal gucken. War hier Spiegelbecken? Ja, da geht es eben wieder zur Talon-Oberwelt. Am besten gehe ich sogar von hier jetzt zu der abgeschnitzten Fregatte, weil da kommen wir nämlich bei diesem anderen Durchgang raus. So, hier große Wandelhalle. Ofenanlage. Will ich gerade überlegen, war hier nicht auch was versteckt? Ich könnte schon, dass hier nochmal irgendwo ein... Oder war das hier beim... Spiegelbecken ist ja das gar nicht. War hier nicht nochmal ein Energietank? Große Wandelhalle? Ah, da tauchen, glaube ich, auch wieder Schussgeister auf. Nee, komm. Habe ich jetzt keinen Bock. Da habe ich jetzt echt keinen Bock. Muss wirklich nicht sein. Wir gehen jetzt mal zur Absturzstelle. Aber vorher noch mal speichern. So, und ich habe mir natürlich mit meinen Spatzen hier nicht gemerkt, welcher Aufzug jetzt hier der richtige ist. War das der hier? Oder war das der? Südlicher Teil oder östlicher Teil? Warte mal, man kann ja auch hier Weltkarte machen und dann kann man sagen Tal und Oberwelt. Westlicher Teil von Magmoa. Westliche Schusruinen. Ne, das war ja Landeplatz. Ne, warte mal, hier wollte ich ja hin. Transporter zu den östlichen Schusruinen. Genau hier will ich ja hin. Mit dem Fahrstuhl. Transporter zu den östlichen Schusruinen. Irgendwie kann ich das nicht richtig ausmachen, wenn ich jetzt hier... Welcher Transporter war denn das nochmal? War das nicht eh der da drüben? Ich glaube, das war eh der hier. Bei dem anderen komme ich ja da raus, wo ich dann kaum was machen kann. So, ab jetzt bitte. Ich glaube, das war der hier, oder? Nein, das war natürlich nicht der. Oder, warte mal. Nee, großer Baumhof. Nee, das, ey, ich schwör, ich bringe jedes Mal diese blöden Aufzüge durcheinander, weil das, finde ich, ist nicht so gut ausgeschildert. Das war doch der andere. Mensch, ich verwechsel das jedes Mal. Ich kann mir das einfach nicht merken, weil die auch gleich aussehen. Das war doch der andere Aufzug, der richtige. Also der hier ist der falsche. Das war doch der andere. Also der, wo die Speicherstation dahinter ist. So, dann war das doch der hier. Sorry. Ich finde nämlich die Beschreibung von den Orten ein bisschen, naja, wenig aussagekräftig. Es hilft mir nicht wirklich, wenn da jetzt steht,
östlicher oder südlicher Teil einen Plan, wo dann was ist und wo das ist, wo ich hin will. Da hätte man ja hier noch dazu schreiben können, Absturzstelle, so in Klammer. So, das ist jetzt aber der richtige Weg. Ja, genau. Hier war ich ja einmal ganz kurz und dann bin ich aber wieder umgedreht. So. Ah, na toll. Wo kommt ihr denn her? Stirb. Und tschüss. Ah ja, hier sind ja auch noch verletzte Piraten. Typus Weltenpirat-Kreatur, Lebensgefahr, Schildtrauma weist auf Hirnschädigungen hin. Na, dann werden wir seinen Spatzen hier noch ein bisschen mehr schädigen. So, hier. Und tot. Oh, da ist noch einer. Schwache Lebensdauer vorhanden, starke innere Blutungen. Jetzt nicht mehr. Und Klappe. Also ich glaube, das Spiel geht auch irgendwie davon aus, dass man von der anderen Tür kommt. So ganz komisch, weil da nämlich jetzt noch diese anderen Weltraumpiraten sind. So, ich glaube, hier im Wasser war sogar genau. Hier war noch ein Missile-Container versteckt. Kriege ich den von hier? Nee. Was habe ich denn jetzt von hier nicht bekommen? Willst du mich verarschen? Ah, und wie ich den kriege. So. Nicht auch noch ein Energietank auch noch im Wasser? Irgendwo hier drüben? Oder bilde ich mir das jetzt ein? War das nur der Missile-Container? Ich hätte schön können, hier gab es auch noch einen Energietank. Aber scheinbar doch nicht. So. Genau, die machen eigentlich gar nichts, außer dass sie ein bisschen schießen und dann davonfliegen. Weil das Spiel denkt eigentlich, man kommt das erste Mal von hier. Weil hier ist ja auch der Landeplatz. Ich glaube, ich gehe da jetzt auch nochmal hin zum nochmal speichern. Dann sind wir auch nochmal komplett geheilt. Die Munition ist auch nochmal komplett voll. So, das ist eigentlich die ganze Zeit hier. Gehst einfach mal hier den Weg runter, dann bist du eigentlich schon da. Also wenn ich früher hingekommen wäre, dann hätte mir das aber nicht viel gebracht. So, habe ich hier eigentlich diese... ja, das habe ich hier geholt. Hallo? Samus, bitte ins Schiff rein. Dankeschön. Ja, nee, also ich glaube, das mit dem Energietank habe ich mir eingebildet, das war nur ein Missile-Container.
guckt euch das an. Aber Ritterschiff der Piraten, dessen Selbstzerstörung im niedrigen Orbit über Talon 4 ausgelöst wurde, und das ist einfach hier abgestürzt. Das muss noch einen ganz schönen Lärm gemacht haben, als das runtergekommen ist. Ja, und da gehen wir jetzt auch rein. Wichtig, niemals hier hingehen ohne Gravity Suit. Es ist extrem schwer, da wieder zurückzukommen, wenn man da einmal ins tiefe Wasser gegangen ist und den Gravity Suit dann nicht hat, dann ist das sehr, sehr ungemütlich. Oh. Ich finde es halt echt geil, dass, obwohl wir am Anfang des Spiels ja schon mal hier gewesen sind, dass das jetzt trotzdem alles ganz anders wirkt. Weil das halt hier komplett kaputt ist. So. Diese Tür wird nicht mit Energie versorgt. Nahegelegener Schallkosmoder Induktion halten. Gut, das kennen wir ja schon. Das heißt, hier brauchen wir jetzt sehr, sehr oft den Wavebeam und den Thermalvisor. Damit die ganzen Türen wieder Strom bekommen. Typus talonische Krabbe. Auf Talon 4 heimisches Krebstier. Okay, die haben sich jetzt hier irgendwie eingenistet. Aber die sind relativ harmlos. Und ich liebe die Musik, die sie hier drin spielt. So, wo sind wir jetzt eigentlich? Beim Reaktorkern. Warte mal, haben wir hier nicht gegen diesen Mutterparasiten gekämpft? Der ist natürlich jetzt komplett unter Wasser. Und jetzt gibt es hier auch wieder eine neue Piratenart. Wo es Luftpiraten gibt, gibt es natürlich auch welche im Wasser. Typus Aquapirat. Weltraumpiraten mit einer Unterwasserumgebung angepasste Ausrüstung. So, die kann man aber auch mit dem Icebeam ziemlich leicht besiegen. Wenn sie nicht gerade ausweichen. So. Und tot. Der Eisbeam schießt halt leider sehr, sehr langsam. Aber dafür, wenn man trifft, dann bam. Und tot. So, warte mal. Hier brauchen wir jetzt, glaube ich, gleich mehrmals den Wavebeam, genau, hier muss ich jetzt nämlich mehrere von diesen Energieknoten aktivieren. Eins. Zwei. Drei. Und vier. So, und was auch richtig interessant ist, obwohl hier so ziemlich überall der Strom fehlt, aber die Speicherstation funktioniert noch. Da hat die irgendwie den Aufbau überstanden. Den können wir trotz allem noch schön speichern.
Ja, das müssen wir jetzt hier sehr oft machen. So, ich glaube, hier war ein Energietank. Wisst ich's doch noch. Diesen zerstörten Aufzug befindet sich ein Energietank. Das Türgitter dürfte den Beschuss und ballistischen Geschoss nicht standhalten. Na dann, weg damit. So. Geil. Noch mehr Energy. So, was ich weiß, gibt es hier relativ am Ende sogar noch einen Energietank. Aber der ist ein bisschen fies versteckt. So, Wasserranke kennen wir schon. Haben wir schon mal gescannt. So, ne, warte mal. Hier müssen wir doch, glaube ich, auch wieder. Genau, das müssen wir hier ziemlich oft machen. Hier auch nochmal. So. Dass wir nichts übersehen. Weil sonst geht oben die Tür nicht auf. Oh Gott. Alter, eine Wasserleiche. Ist gerade abgesoffen. So, hier sind es zum Glück nur drei. Alter, wie der da jetzt rumtreibt. Ja, ist ein Wunder, dass wir überhaupt welche überlebt haben oder überlebt hatten. Ich glaube, Weltraumpiraten sind auch nicht so gut darin, Luft anzuhalten. So. Lager für biologisches... biologisches Risikomaterial. War hier nicht sogar noch ein... Ja, komisch, weil das Geschützte funktioniert auch noch immer. So, die Abwehranlage meine ich. So, kaputt. So, warte mal, hier war doch jetzt irgendwo... Irgendwo hier war glaube ich, noch ein Missile-Container. Ich glaube, ja, hier unten, glaube ich. Hier kann man das nämlich auch scannen. Stabilität dieser Tür aus Kordit liegt jenseits der Sicherheitstoleranz. Na dann. Oh. Was bist du? Oh. Es gibt sogar Aqua-Drohnen für den Unterwassereinsatz modifizierte Sicherheitsdrohne? Lol. So, 75% Datenbank-Einträge gescannt. Da waren wir schon sehr fleißig. Da voll zerballert. So, warte mal, nee, brauchen wir eine Super Missile und Kaboom. Sehr gut. Noch mehr Raketen. So, ich glaube, das war's dann aber auch hier. Können wir wieder weitergehen? Oder auch nicht. Ey, wie oft muss man das hier wirklich machen? Wie oft muss man das denn hier machen, sag mal? Das ist jetzt, glaube ich, schon das dritte Mal, dass wir hier Strom anmachen müssen. Naja, gut, das ist ja auch überall der Strom weg. Schon. So, jetzt aber. Biotechnischer Forschungsbereich A. Oh ne, hier sind glaube ich schon wieder Aqua-Piraten. Und stirb. Und du stirbst auch. Und du natürlich auch. Tschüss, Mann.
So, und guess what? Richtig. Strom anmachen. Zum gefühlt vierten Mal. So. War das jetzt die letzte Tür? Hilfe? Fast ein bisschen Jumpscare-mäßig. Achso. Oh, ich bin schon wieder durch die falsche Tür gegangen. Ich bin so ein Trottel. Wieso passiert mir das jedes Mal? Das war die falsche Tür, Samus. Das war die falsche Tür. Da müssen wir hin. Kannst du da bitte irgendwie hoch? Dankeschön. Mann, verpiss dich, du Kackfisch. Hau ab. Geh doch einfach weg. Komischer Chelsea-Sub. Okay, ich gehe einfach vorbei. Leck mich doch. So, hier können wir hin. Hier sind wir richtig. Das war die falsche Tür, Simus. Dem geht's gar nicht gut. Dem geht's gar nicht gut. Tja, hättest du mal schwimmen gelernt. Seeschlauchkraut, zerplatzt bei Erschütterung. Na dann hat der Idiot wahrscheinlich genau das berührt. Die Explosion hat ihn dann gekillt. So. Genau, und hier unter Wassertunnel, genau hier ist jetzt nochmal ein richtig fies versteckter Energietank. Meiner Meinung nach, wenn man es nicht weiß, dann kommt man da auch gar nicht drauf. Und zwar war das, glaube ich, sogar hier oben. Oh Gott, da muss ich jetzt mit dem Bombenschwung ein bisschen arbeiten. Was nicht so einfach ist. Der ist nämlich da ganz oben drin. Der ist da ganz oben. Ah, ich habe ihn. Er hat richtig fies versteckt. So, dann haben wir alleine hier zwei Energietanks gefunden und eben den einen Missile-Container. Mehr war hier, glaube ich, nicht mehr. Und jetzt sind wir endlich durch. Meine Güte. Hat ganz schön gedauert, hier durchzukommen. Finally. Endlich geschafft. Und jetzt sind wir natürlich unten bei der großen Baumschlucht. Das heißt, jetzt können wir uns hier mal schön diese Abkürzung aufmachen. Dass wir später auch von der anderen Seite hier runter können. Mit dem Ding hier. So, jetzt geht er leider nur von der Seite. Sehr schön, es ist jetzt wenigstens für immer offen. Herrlich, wenn man so eine Abkürzung aufmacht. Fühlt sich gut an. So, und ich glaube, hier haben wir auch unsere Tür. Jetzt geht es nämlich schon ins nächste Gebiet. Ja, hohe Strahlung gemessen. Müssen wir jetzt wirklich vorsichtig sein. Zutritt zum östlichen Teil der Phazon-Minen genehmigt.
Da sind wir endlich. Die Phason-Mine, da wo sie dieses Zeug abbauen. Ein sehr, sehr großes Gebiet, wohlgemerkt. Das geht noch ziemlich tief nach unten. Jetzt sind wir hier in der Hauptgrube. Ja, und spätestens ab hier merkt man als neuer Spieler dann auch den doch relativ rasanten Anstieg am Schwierigkeitsgrad. Also wenn einem das Spiel bisher zu leicht vorkam, sage ich mal, spätestens ab hier macht die Schwierigkeitskurve einen ziemlich großen Sprung nach oben, weil hier nämlich erstmals auch stärkere Weltraumpiraten vorkommen. Die normalen, die es hier trotzdem noch gibt, sind wesentlich häufiger vertreten. Also hier muss man schon aufpassen. Aber ich glaube, mit den Energietanks, die ich schon dabei habe, mit meinen 145 Raketen, müsste ich eigentlich ganz gut durchkommen. Ihr seht schon, hier ist natürlich auch alles sehr gut bewacht. Da ist ein Kran. Da hinten ist ein Kraftfeld. Das müssen wir erstmal ausschalten. Ich glaube, hier gab es auch gleich mal irgendwo eine Speicherstation in der Nähe. Ich glaube, hier drüben irgendwo. Da oben. So. Ich bin mir nie sicher. Irgendwo gibt es, glaube ich, auch mal stärkere Geschütze. Sind das die schon? Ja, genau. Die sind jetzt neu. Optimierte Abwehranlage. Geschützt mit elektronischer Abschirmung. Da sich die leichte Panzerung der gängigen Abwehranlagen in der Praxis als unzufrieden herausgestellt hat, haben die Weltberater ein verbessertes Modell mit elektrischer Abschirmtechnik entwickelt. Die Abschirmung bewirkt eine gesteigerte Widerstandsfähigkeit gegen Beambeschuss und macht die optimierte Abwehranlage zu einer effektiven Waffe bei der Abschnittsicherung. Ja, genau. Aber ich glaube, gegen den Eisbeam können die auch nicht so viel machen. Ich glaube, den nehme ich einfrieren und dann. Na? Oh, chill. Okay, ist schon mal kaputt. So, hier oben geht's zur Speicherstation. Da gehen wir erstmal kurz speichern. Zutritt zur Speicherstation genehmigt. Vor allem, warum haben die Weltberater eine eigene Speicherstation? Das ist irgendwie komisch. Thank you.